Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Smart Life. Im heutigen Video geht es um die NetAtmo Presence Sicherheitskamera. Und zwar möchte ich mein bestehendes Flutlicht in der Einfahrt bzw. einen Halogenscheinwerfer in der Einfahrt ersetzen gegen die NetAtmo. Und da würde ich euch gerne teilhaben lassen, wie ich die Montage vornehme, also alte Kamera ab, neue Kamera dran. Und im weiteren Video geht es dann darum, was die Kamera über den Account auf der Webseite zu bieten hat. Da schauen wir mal kurz rein, was man da so tun kann, ob das irgendwie einen gewissen Mehrwert bietet. Und ich würde noch zeigen, wie die Kamera in FEM eingebunden wird, denn da gibt es ein entsprechendes Modul und da gehen wir auch noch mal ein Stück näher drauf ein. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis nach dem Intro. Ja, bevor wir rausgehen an die Montage, würde ich gerne nochmal auf ein paar Key Facts eingehen, die halt für die Kamera sprechen. Unter anderem auch hier direkt präsent auf der vorderen Seite des Kartons zu sehen. Ihr braucht keine Abogebühren, um die Kamera betreiben zu können, beziehungsweise um halt auch wirklich Videos speichern zu können. Das finde ich halt immer sehr gut, wenn man da nicht irgendwie einem Zwang unterliegt. Und was für mich halt so einer der Gründe für den Kauf auch war, ist halt die Kombination aus Flutlicht und Kamera. Und das in einem aus meiner Sicht schicken und auch wertigen Gehäuse verpackt. Also es ist ein pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse. Und ich denke, das spricht auf jeden Fall nach wie vor für die Kamera. Die gibt es ja schon seit einiger Zeit auf dem Markt. Inzwischen gibt es auch eine andere Version mit Sirenen integriert. Das brauche ich in dem Fall nicht. Mir reicht hier wirklich das Flutlicht und die Videofunktion. Und die Kamera ist auch Apple HomeKit fähig. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Gehen wir vielleicht nochmal auf die Rückseite, die nochmal so ein paar Vorteile aufführen. Und zwar erkennt die Kamera Menschen, Fahrzeuge und Tiere. Ihr könnt bestimmte Zonen einstellen, die halt dazu dienen, dass ihr benachrichtigt werdet. Wie schon gerade angesprochen, der Vorteile der Kamera, es ist halt eine Kamera mit LED-Flutlicht, sodass ihr halt auch wirklich eine Einfahrt beleuchten könnt oder natürlich auch zur Abschreckung Personen. Und es ist halt auch vor allen Dingen eine Außenleuchte, entsprechend ist sie auch wasserdicht. Ja, Sicherheitssystem in ein intelligentes Autosicherheitssystem in wenigen Minuten. Das werden wir gleich sehen, ob das wenige Minuten sind. Die Anleitung sieht erstmal recht passabel aus. Da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Schritte sind ganz gut erklärt. Ja, ansonsten, das meiste davon habe ich jetzt schon kurz dargestellt. Keine monatlichen Gebühren, das sind Full-HD-Videos. Optional ist auch eine Cloud-Speicherung möglich, Dropbox oder natürlich auch lokal FTP. Es gibt eine infrarote Nachtsichtfunktion, Distanz bis auf 20 Meter. Natürlich muss man bei so einer Kamera immer darauf achten, dass ihr keine öffentlichen Bereiche filmt, aber das kann man ja entsprechend alles auch dann steuern und einrichten und das werden wir dann später sehen. Ja, das sind so die primären Vorteile der Kamera. Ich würde sagen, wir schauen nochmal in den Inhalt, in die Verpackung. Und ich hatte die Kamera natürlich schon mal kurz ausgepackt gehabt, Inhalt kontrolliert. Und was, glaube ich, wichtig ist zu erwähnen, ist neben der, wie gesagt, ganz guten Anleitung, hier dieser Beutel, ich sag mal, das ist eine Schutzhülle, kein Beutel, die solltet ihr drüber stülpen, wenn ihr die Kamera montiert, damit ihr dann einfach keinen Schaden nimmt, nicht verkratzt wird. Wäre schade bei dem tollen Aluminiumgehäuse hier. Also einfach eine Schutzhülle, das ist kein Müll, ganz wichtig. Und die Kamera hat letztendlich, gehe ich gleich nochmal drauf ein, entsprechend hier Schrauben, also für die Montage. Ja, ist immer die Frage, ob halt so beigelegte Schräubchen ausreichen. Ich werde wahrscheinlich einen Tick längere Schrauben nehmen, da die Wand bei mir nicht ganz eben ist, so dass die Schrauben halt weiter tiefer reingehen. Ja, ansonsten die Kamera selbst. Da ist halt hier jetzt entsprechend, ich fummel das mal raus. Ansonsten halt hier die Kamera selbst. Ja, wie gesagt, Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet. Die Kamera ist halt jetzt hier in so einem Rahmen integriert. Da kann man dann entsprechend die Neigung, den Neigungswinkel einstellen. In der horizontalen Richtung entsprechend anordnen. Und ja, macht einen sehr guten Eindruck. Der Kabelbinder, wie gesagt, hat entsprechend halt die Montagefunktion. Ansonsten ist hier unten drin nochmal ein bisschen
ein paar Aufkleberchen und letztendlich die Aktivierungscodes für HomeKit und für die erste Einrichtung. Und ja, das war es soweit zum Inhalt. Ich würde sagen, wir gehen an die Montage. Ja, los geht's mit der Montage. Zuerst muss natürlich der alte Halogenscheinwerfer abmontiert werden. Zuvor habe ich natürlich die Stromversorgung getrennt, also die Sicherung rausgenommen und dann halt entsprechend die alte Lampe gelöst. Habe dann auch hier das Kästchen, die alte Adapterplatte halt von der Wand genommen, damit halt das Stromkabel frei liegt. Und habe im nächsten Schritt auch direkt mal probiert, wie das auf dem Platz her passt. Also da ist wirklich ausreichend Platz vorhanden, um halt das Stromkabel wieder verstecken zu können unter der Montageplatte. Und dann wird auch im ersten Schritt dann direkt die Halterung hier montiert mit den beiliegenden Schrauben. Die habe ich dann doch verwendet, die sind wirklich lang genug. Und auch die Dübel. Also es reicht vollkommen aus für das Gewicht von der Kamera. Und ja, der Halter muss halt hier in einem 45-Grad-Winkel befestigt werden, damit halt auch das Unterteil der Kamera gut und gerade sitzt. Und das habe ich dann entsprechend ausgerichtet, das zweite Loch gebohrt, die Adapterplatte dann entsprechend befestigt. Und in der Mitte ist das Gewinde für die Endmontage dann. Da kommt dann das Hauptgewinde drauf, die Adapterplatte von der Kamera nämlich, also quasi die Konterung. Und ja, der beiliegende oder der befestigte Kabelbinder ist wirklich sehr hilfreich. Den habe ich jetzt oben eingefädelt, wo jetzt hier die Erdung auch befestigt wird. Das war jetzt ein kleiner Fehler. Das habe ich dann später nochmal korrigiert. Man würde sonst jetzt halt den Kabelbinder nicht mehr abbekommen, müsste den halt zu früh abpetzen. Aber es ist wirklich sehr hilfreich. Also es muss in die untere grüne Schraube und dann kann man halt wirklich mit beiden Händen hier die Stromzuführung mit der Kamera verbinden. Das geht dann wirklich sehr gut. Ich habe hier noch ein bisschen die Kabel abgepetzt, die war ein bisschen lang. Das Kupfer und dann kann man das, wie jetzt hier zu sehen, gut befestigen, schön festziehen, damit es auch nicht später nochmal erst sich löst, dass man die Kamera nicht nochmal von der Wand nehmen muss. Und dann habe ich, wie ihr jetzt hier seht, das korrigiert mit dem Kabelbinder und ja, dann oben wieder die Erdung dran und dann kann man auch schon die Adapterplatte draufdrehen, die wird halt in die untere grüne Schraube draufgesetzt und dann so ein Stück weit gedreht und dann mit der Wasserwaage auch ausgerichtet, damit es schön gerade sitzt. Und dann kann man die festziehen, die untere grüne Schraube. Und dann kann man auch schon an die Endmontage gehen von der Kamera. Da habe ich halt den Beutel schön gut festgemacht, damit er nicht abrutscht. Kamera jetzt in die Hand genommen. Das ist halt jetzt ein bisschen fummelig, weil man halt mit der einen Hand die Kamera halten muss, mit der anderen Hand halt die Adapterplatte montieren muss und halt noch die Schraube unten einfädeln muss. Da ist jetzt nicht so viel Platz und ich habe kleine Hände. Aber letzten Endes ging es mit Geduld sehr gut. Und dann wird halt mit dem Imbus hier die Schraube festgezogen, die Kamera dann ausgerichtet, horizontal und auch vertikal und dann kann man die auch wieder seitlich festziehen mit den Imbusschrauben und dann sitzt die auch wirklich sehr gut. Und wenn der Teil dann geschafft ist, dann und ihr schaltet den Strom ein, fängt die Kamera gleich an zu blinken und das ist dann das Signal, dass auch die Kamera mit der NetAtmo Security App verbunden werden kann. Also angelernt werden kann und das war es dann auch. So, die Montage ist nun erledigt. Das haben wir uns gemeinsam angeschaut, wie ich das gemacht habe und wie im Intro auch erwähnt, würde ich gerne hier auf das Online-Konto eingehen, was man sich bei NetAtmo erstellen kann. Und ich hatte in der Vergangenheit schon eine Wetterstation gehabt und habe entsprechend auch ein Konto schon gehabt. Und wie ihr seht, gibt es dann hier drei Sektionen. Da gehe ich nochmal kurz drüber. Also der erste Bereich ist halt für die Wetterstation, für das Innen- und das Außenmodul. Da kann man auch entsprechend die Installation drüber vornehmen. Dann gibt es eben einen Bereich Energie, wo alles, was mit Heizungssteuerung und ja, Temperatursteuerung zu tun hat, ja, angelernt und durchgeführt werden kann. Und halt eben der Bereich Sicherheit, wo die Presence dann auch mit verwaltet wird. Und das sieht hier dann recht aufgeräumt aus. Also man hat hier links dann das Video, den Videobereich, kann man sich die Videos anschauen, kann sich ein Live-Bild anschauen und kann auch entsprechend die markierten Videos direkt herunterladen von der Kamera. Und ja, die Qualität ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also die Auflösung ist top und da habe ich absolut nichts zu bemängeln. Man erkennt ja alles wirklich sehr gut. Zumindest was jetzt auch hier ja, den Tagesbereich betrifft. Jetzt mit dem Nachtlichtmodus habe ich noch nicht so viel getestet, beziehungsweise mir das angeschaut, wie das so wirkt. Aber das, was ich so ja, aus anderen Videos heraus gesehen habe, scheint es ja auch sehr gut zu funktionieren. Und letztendlich hier im rechten Bereich ist dann chronologisch
ja, einfach die Videoabfolge angeordnet. Und wenn man jetzt hier so ein Video sich anklickt, dann kann man auch hier auf so ein Kontextmenü gehen, kann das Video löschen und kann noch ein paar Optimierungen vornehmen, also Lerneffekt im Prinzip dann auch mit bewerkstelligen. Und das finde ich ganz gut gemacht. Also es ist aufgeräumt. Man erkennt hier an dem Symbol, was es für eine Art von Auslösung war. In dem Fall war es halt eben ein Mensch. Es könnte ja auch ein Tier sein oder irgendwas anderes. Das hat man hier dann direkt im Überblick. Und hat hier oben natürlich auch den Zeitstempel mit drauf. Und ja, das macht eigentlich so einen sehr aufgeräumten Eindruck. Und jetzt hier rechts oben in dem Bereich, jetzt mal, wo das Kamerasymbol ist als erstes, da kann man dann auch natürlich die Einstellungen vornehmen, wie sie in der App möglich sind. Und im Prinzip finde ich das sehr gut, dass NetAtmo auch hier die Möglichkeit bietet, das Ganze über ein Online-Konto zu machen. Das mag vielleicht nicht jeder, weil natürlich auch eine gewisse Verbindung zu NetAtmo besteht, beziehungsweise Daten über die Server gehen. Ich habe da kein Problem mit, finde es eher komfortabel. Und es ist manchmal ganz nett, wenn man einfach Dinge am PC konfigurieren kann oder am Mac. Und ja, man kann halt jetzt die Überwachung an- oder ausstellen. Man kann die Aktivitätszone definieren. Das habe ich auch entsprechend gemacht, weil jetzt hier im Hintergrund zu sehen auch noch ein Stück vom Gehweg dabei ist. Allerdings auch nur so viel, dass hier keine Köpfe sichtbar sind. Also die Privatsphäre ist hier auf jeden Fall gesichert bei mir. Da habe ich für gesorgt. Und man kann letztendlich hier die Flutlichteinstellungen vornehmen. Also ja, ich habe es bei mir im Automatikmodus belassen und es soll halt auch nur, das Flutlicht soll halt auch nur eingeschaltet werden, wenn Menschen erkannt werden oder Menschen halt durch den Bereich durchlaufen. Ja, und dann in dem mittleren Bereich hier, wo man jetzt die Köpfe sieht, da kann man halt die Gäste verwalten, die halt entsprechend Zugriff bekommen sollen auf das System. Und hier über das Zahnrädchen kann man im Prinzip all die Detaileinstellungen vornehmen, wie sie auch über die App möglich sind. Und was ich jetzt noch getan habe, vielleicht als Tipp, ich habe mir jetzt hier noch den FTP-Speicher eingerichtet. Ich habe hier noch ein NAS-System stehen, so dass ich halt auch die aufgenommenen Videos direkt hier per FTP auf meinem, ich sag mal, Festplattenspeicher ablege im Haus, weil die Kamera hat ja eine eingebaute Micro-SD-Karte und ja, im Worst-Case, wenn jetzt hier eine Situation entstehen sollte, wo man das Video zwingend benötigt und derjenige kommt halt auf die Idee, die Kamera wirklich mitzunehmen, um halt hier Beweise zu entwenden, dann habe ich auf jeden Fall auch meine Videos im Haus gesichert. Von daher finde ich das wirklich eine super Funktion, klappt auch wirklich optimal, bin ich sehr zufrieden mit und brauche vor allen Dingen keinen Online-Speicher. Natürlich kann die NetAtmo Presence auch inzwischen HomeKit Secure Video. Wer das natürlich nutzen möchte, um halt nochmal seine Videos auszulagern, kann da natürlich auch inzwischen drauf zugreifen. Ja, und es war es soweit hier auch nochmal zum Online-Konto, was ich wirklich, wie gesagt, sehr, sehr hilfreich finde. Und wir brauchen das Konto jetzt auch im nächsten Schritt, wenn wir uns nochmal den FEM-Anteil anschauen. Das kommt jetzt hier als nächstes. So, ich hoffe, das Video hat euch bis dahin gefallen und hat euch wirklich ein paar gute Informationen geliefert. Zum Abschluss würde ich euch, wollen wir uns gemeinsam nochmal anschauen, wie ihr die NetAtmo mit FEM nutzen könnt, wer halt FEM als Smart Home System im Hintergrund betreibt. Und dazu gibt es eine ganz gute Wiki-Seite auch für die NetAtmo. Und das Modul kann unter anderem halt die Wetterstation integrieren, genauso wie halt die Kameras Welcome und Presence. Und letztendlich würde ich euch empfehlen, schaut euch hier die Wiki-Seite an, was ihr tun müsst. Die ist wirklich gut beschrieben, aber um es euch etwas zu erleichtern, hier die Key Facts. Also ihr müsst im Prinzip einen NetAtmo-Account anlegen, wie ich ihn euch jetzt im vorherigen Abschnitt gezeigt hatte, also ein Online-Konto. Und sobald ihr das Online-Konto erstellt habt, geht ihr auf eine weitere Webseite, wo ihr im Prinzip einen Developer-Account anlegen müsst. Also nennt sich dann hier dev.netatmo.com. Dort legt ihr einen entsprechenden Account an mit eurem Online-Konto und tut so, als würdet ihr halt eine App entwickeln wollen, weil ihr braucht halt eine spezielle ID, und zwar hier so eine Client-ID und den Client-Secret. Und sobald ihr halt diese Informationen zur Verfügung habt, die bekommt ihr dann halt hier über diese Developer-Seite, wenn ihr so ein paar Grunddaten eingegeben habt, aber keine Angst, müsst ihr wirklich nichts groß preisgeben. Und dann könnt ihr halt mit dem Define euer Modul oder euer Modul um euren Abschnitt in FEM anlegen für NetAtmo und könnt dann halt im Weiteren die Geräte, die ihr halt auch online eingebunden habt über den Account,
abrufen. Das habe ich dann soweit alles durchgeführt und dann können wir auch direkt in FEM springen. Und da habe ich derzeit drei Geräte. Zum einen halt der Account an sich. Da springe ich jetzt nicht rein, weil man da auch entsprechend meine Client-ID und die Client-Secret-ID sieht. Also das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass ihr euer Konto initialisiert in FEM. Und dann wird eben über ein aktives Auto-Create werden dann eben die Daten abgerufen, die im Online-Account verfügbar sind. Unter anderem eben halt die Hausdefinition und dann die Kamera. Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel damit probiert, weil ich es jetzt auch erst neu installiert habe. Da drehe ich eventuell oder erstelle ich eventuell ein separates Video dazu. Aber ihr habt dann einfach Grundfunktionen verfügbar. Könnt ihr halt Dinge abrufen von der Kamera und entsprechend steuern. Könnt euch natürlich mit all den Funktionen was bauen, die eben verbliefert, um da auch Automatismen halt erstellen zu können. Und ich glaube, das bietet auf jeden Fall nochmal einen Mehrwert und war unter anderem natürlich jetzt auch für mich ein Argument, hier die Presence mir anzuschaffen. Und ja, bisher bin ich mit der Entscheidung auch echt zufrieden. Ja, das war es dann auch soweit für das heutige Video. Ich hoffe, ich konnte euch wirklich ein paar ja, neue Informationen liefern, die ihr vielleicht aus anderen Videos noch nicht gesehen habt zur Presence. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wie immer, abonniert gerne meinen Kanal, also der Hinweis an der Stelle. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid das nächste Mal. Schaut wieder rein. Bis bald. Macht's gut.